Verdammt. Habe ich mir im Auto gerade so zurechtgelegt. Und Scheiße. Cut! DAW-Versteher. Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer Bombenausgabe hier aus dem Studio B vom Storia Mastering Studio, aus der Regie B vom Storia Mastering Studio. Letztes Mal waren wir in der Regie A. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wir haben einen Ortswechsel vorgenommen. Wir sind 10 cm nach vorne gerutscht, dadurch ist das jetzt die Regie B. Und ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf bei meinem Freund, den goldenen Ohren von Holtweg, mein lieber Björn Schlüter auf meiner Seite hier. Jonas, ich freue mich sehr, dich im Regie B, anscheinend Regie B, hier begrüßen zu dürfen. Und schön, dass du wieder den weiten Weg auf dich genommen hast. Ja, und heute ausnahmsweise nicht beim Bäcker halten musstest. Ja, weil du mich mit veganen Muffins der Extraklasse versorgt hast. Guck mal, einen haben wir tatsächlich noch übrig gelassen. Ja, aber nur zum Zeigen, der ist dann auch gleich weg. Ja. Genau. Also, falls sie jetzt ohne Video zuhören, ich halte eine Dose mit einem Muffin in der Hand. Wo nur noch einer drin ist. Waren mehrere drin, aber sie waren sehr köstlich. Haben wir vernascht. Fantastisch. Und ich hatte übrigens, das sind Kirschmuffins, ich hatte den Kirschkern, nur dass ich es mal gesagt habe. Das heißt, ich darf die Braut küssen. Bei uns heißt es, du müsstet jetzt spülen. Also, spülen? Ja. Ja, gut, wer den Kirschkern kriegt, genau. Ich sehe das auch immer ganz entspannt. Das ist aber eine ganz, ganz interessante Geschichte. Im Urlaub haben wir keine Spülmaschine, wenn wir in Griechenland sind. Und da spüle ich immer sofort von Hand, spül mal eben das weg. So, also so wie direkt man das früher gemacht hat. Ja, du hast die Sachen, da darfst du ja nichts rumstehen lassen, sonst hast du direkt die Ameisen im Haus. Mhm. Also hast es da stehen und spülst es dann mal eben schnell weg. Und ich stelle jedes Mal fest, wie schnell das eigentlich weggemacht ist. Ich muss es ja erst in die Spülmaschine mal reinräumen, bis die voll ist. Dann natürlich Spülmaschinen Mikado, kriegt man noch alles rein irgendwie. Oder Spülmaschinen Tetris. Heißt es. Ne? Alles rein, so dann zumachen, dann je nach Programm 2-3 Stunden warten, dann piept's, das nervt auch irgendwie. Dann warten, bis abgekühlt ist, dann ausräumen. In der Zeit habe ich 25 Mal selber gespült. Ja, und dann auch hoffen, dass alles wirklich sauber geworden ist. Ja. Eventuell noch das ein oder andere Teil von Hand trocknen, weil es irgendwie noch nass ist. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass wir jetzt gerade im Sommer sind. Die meisten sagen ja dann, aber Spülmaschine ist irgendwie deutlich ressourcenschonender und so weiter. Also auch Strom verbrauchen so, heißes Wasser und so, wo ich aber sage, ja, wir haben Solarthermie oben auf dem Dach, das heißt, das Wasser wird von selber heiß quasi, ne, das heißt, da der Energieaufwand ist bei der Spülmaschine aktuell auf jeden Fall höher so, und wo ich dann jedes Mal denke, so, ach komm, spülst den Scheiß eben schnell mal eben weg, irgendwie so. Aber das nur am Rande. Und dann bist du wieder zu Hause und denkst, ach komm, in die Spülmaschine. So. Auch an die Mitbewohner mit den Hinweis, die Spülmaschine ist frei. Man kann das reinstellen, nicht obendrauf. In diesem Sinne, lass uns ein schönes Käffchen trinken. Ja, ein köstliches. Damit ich die Tassen nachher wieder mitnehmen kann nach Hause und in die Spülmaschine stellen kann. Mäp. Prosit. Prost. Mm. Aber tatsächlich ist ja seit unserem letzten Podcast vor 2 Wochen einiges passiert. Oh ja. Von daher kann man ja durchaus behaupten, dass wir das ein oder andere zu erzählen haben. Wir haben letztes Mal damit geschlossen, dass ich gesagt habe, dass wir beide berichten über die Konzerte, die jetzt angestanden haben, weil wir ja beide befürchtet haben, dass wir im Regen ersaufen. Yes. Du zuerst. Wir sind zumindest teilweise im Regen ersoffen, aber haben uns mit diversen Pavillon- und Zeltlösungen gerettet. Also es war jetzt nicht besonders spektakulär. Ja. Yeah. Deswegen würde ich direkt auf dich verweisen. Bei dir war es ein bisschen spektakulärer, zumindest wenn ich der örtlichen Presse, die ich verfolgt habe, der Emsdettener Volksblatt heißt es, glaube ich, ne? Oder Volkszeitung heißt das, glaube ich. Ja. VZ oder so. Fand ich schon eine ziemlich komische Abkürzung irgendwie. Also ihr müsst ja einen ziemlichen Erfolg gefeiert haben. Also wir haben auf jeden Fall einen riesen Spaß gehabt, so viel kann ich schon mal behaupten. Also das fing schon damit an, dass der Organisator, Uli, unser Schlagzeuger, dass der keinem verraten hat, dass wir mit einem Spielmannszug einziehen. Okay. Das heißt, so 10 Minuten bevor es losgegangen ist, sagst du, wir treffen uns übrigens gleich, alles war ja im Freibad, ne, wir treffen uns gleich alle am 10er und von da aus geht's dann aufs Gelände. Okay, alles klar, also 10er Sprungturm natürlich im Freibad, ne? Und oder 5er war das, glaube ich. Auf jeden Fall, wir dann dahin, dann steht da ein riesen, so eine Buffdata-Kapelle, irgendwie so ein Wanderzug, alles nur Frauen, fand ich schon mal sehr beeindruckend. Okay. Das ist so ein rein weibliches, oder ich glaube 2 Jungs waren dabei, auf jeden Fall ein rein weibliches Orchester. Und dann haben die gespielt, wir sagen Dankeschön, 50 Jahre die Skydogs. Ah. Und damit sind wir dann quasi hinter dem Spielmannszug dann quasi dann reinmarschiert, irgendwie dann auf die Bühne und dann ging das Konzert los. Also es war schon mal für einige Leute sehr verstörend. Auf jeden Fall. Einige wollten schon gehen, weil sie gedacht haben, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird das ja echt ein mieser Abend. Gemeinschaftskonzert. Und zum Thema Regen, wir haben tatsächlich beim Soundcheck, da kam ein
Wasser runter. Hm. Ich hatte mir so eine Abdeckung für meinen Verstärker mitgenommen. Ich stand auch ein bisschen am Rand, da knallte das Wasser da so rein irgendwie und dann der Wind hat noch, du hast ja manchmal so Seitenabhängungen auf so einer Open-Air-Bühne, der Wind schmiss die so rein, das heißt, die konntest du auch nicht wirklich gebrauchen. Und dann aber Schlag 8 war Wasser weg. War furztrocken bis abends durch und wir haben ganz normal ohne Regen gespielt. Es war ein fantastisches Konzert. Wir haben Riesenspaß gehabt. Durch alle Besetzungen durch. Wir haben zweimal Won't Forget These Days gespielt. Wir haben, wie angekündigt, war das Gitarrensolo bei Still Got the Blues von Richie Arndt eine Sensation. Und obwohl alles wirklich zusammenkam, ausgerechnet bei diesem Song, was man nicht gebrauchen kann. Wir haben mit konventionellen Monitoren gespielt. Dann fing plötzlich der Bass an zu hupen, weil die PA war nicht so ganz aufgebaut, wie unser FOH-Mann das haben wollte. Und der kam irgendwie mit einigen Sachen nicht so richtig klar. Okay. Richtig, die einfach akustisch nicht unter Kontrolle, also nicht, weil er es nicht drauf hat, sondern weil er kam mit dieser Konstellation der PA nicht zu Rande, was auch immer dahinter steckte. Auf jeden Fall, der Bass war am Brummen wie die Sau, der Ton, unser Basser spielt einen Ton, der schob die ganze Zeit so rum. Dann Feedback auf der Bühne von irgendeinem Mikrofon, was zu nah am Monitor dran gewesen ist und Richie mittendrin quasi irgendwie und spielte jetzt Still Got the Blues. Aber als er dann ans Solo rankam, boah, das war wirklich so ein Gänsehautmoment, wo der hörte dann auch gar nicht auf zu spielen und war so richtig voll drin in dem Ding. Und du hast wirklich, bei den Leuten gab's Szenenapplaus. Bei einer Top 40 Band für ein Gitarrensolo Szenenapplaus ist echt selten. Ne? Und es war wirklich sensationell. Und im Publikum war auch der Helmut, falls du uns jetzt hier zuschauen solltest oder zuhören solltest. Helmut, schreib mal bitte unten in die Kommentare rein, wie es dir gefallen hat. Er stand mir in der ersten Reihe, war auch interessant. Du stehst auf der Bühne und direkt in der ersten Reihe, boom, jemand Bekanntes, auch sehr spannend. Ja, dann haben wir durchgespielt, bis wir aufhören mussten, weil die Zulassung da nicht so lange mehr rannte. Danach gab es dann noch lecker Bierchen mit allem hinten im Festzelt. Also rundum gelungener Abend, kann man sagen. Und die Presse war ja tatsächlich auch positiv. Sehr angetan, ja. Genau. Wobei man jetzt natürlich auch immer, nein, ich schieb kein Veto ein. Lokalzeitungen sind immer objektiv und natürlich voller, wie sagt man das? Empathie für die Protagonisten, sagen wir mal so. Nein, aber man kann tatsächlich festhalten, ich bin dann später, das ist ja das Leid des Musikers, dass du dann halt irgendwann deine Sachen auch ins Auto bringst. Also bin ich dann von der Bühne mit meinen Gitarrenkoffern in der Hand, bin dann vom Gelände runter zu meinem Auto, bin dann wieder zurück, um die anderen Sachen zu holen. Dabei sind mir viele Gäste entgegengekommen, die das Gelände verlassen haben und die haben sich alle persönlich nochmal bedankt. Danke für den schönen Abend. Toll, das war so toll. Vielen Dank. Also A, haben sie mich nochmal wiedererkannt. Schon mal gut. B, haben sie sich dann wirklich bedankt für den tollen Abend. Das ist mehr als der letzte Schlussapplaus, wenn wirklich einzelne Leute auf dich zukommen und einfach sagen, ey, das war ein geiler Abend. Und was auch cool war, war halt, dass viele Hardcore-Fans von früher da waren, die gesagt haben, boah, das war noch so eine geile Zeitreise in die 90er, 2000er rein vor allem. Die Jugend oder in die, ja, wirklich, für einige Leute nochmal ein echter Traum in Erfüllung gegangen. Und also wie ein Riesenabend, kann man nicht anders sagen. Es hat auch alles geklappt. Konventionelles Monitoring, ein kleiner Tipp meinerseits für alle Gitarristen da draußen, 12 Watt Röhrenamp könnte zu leise sein auf einer Riesenbühne. Vor allem, wenn der andere Gitarrist einen Hi-Watt 100 mit 2x12 Zoll Box auffährt. Richie hatte alles richtig gemacht. Also seine Gitarre war immer laut genug zu hören. Und ich hatte zum Glück meinen Camper mitgenommen. Das heißt, mit dem Camper bin ich auf die PA gegangen und bin dann aber aus dem Camper raus auf meinen kleinen Fender Champ 12 Watt und musste den im Laufe des Konzertes immer lauter drehen. Das hatte jetzt mit dem PA-Sound nichts zu tun, aber hab den immer lauter, bis ich jemand am Anschlag war und festgestellt habe, naja, 12 Watt Röhre ist ein bisschen eng. Hab dann mehr so intuitiv gespielt, aber es hat auch alles funktioniert. Glaubst du zumindest. Du weißt es ja nicht. Hat sich keiner beschwert hinterher, sag ich ja. Nein, war echt riesig. Und ich hatte ganz vergessen, dass ich I Just Can't Get Enough von Depeche Mode so gerne singe. Anführungszeichen aus. Okay, also nein. Ach ja, man kann den Song auch sehr lange singen. Also, ist ja nicht ohne Grund ein Welthit geworden. Ja. Aber wenn du den schon irgendwie tausendmal gesungen hast, dann ist das tausendeinste Mal nicht das Schönste. Aber auch das hat Riesenspaß gemacht. Arme waren alle oben, von daher alle zufrieden. Und wie heißt es so schön, das soll jetzt nicht despektierlich dem Publikum gegenüber klingen, aber das ist nicht mein Lieblingssong und man sagt ja trotzdem, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und so muss man dann hin und wieder auch mal auf die Dienstleister-Ebene runter, auf einer Bühne, vor allem wenn man Covermusik halt macht. Da kann dir nicht jeder Song gleich gut gefallen, ne? Das ist halt einfach so. Ja, also es gibt halt gewisse Sachen, ich glaube selbst nicht nur als Coverband, auch als berühmter Künstler gibt es halt gewisse Songs als berühmte Band, um die du, sagen wir mal,
nicht so drumherum kommst. Ich weiß nicht, ob Mick Jagger Satisfaction gerne singt. Nach wie lange gibt es die Stones? 1000 Jahre? Aber ich glaube, das hat doch irgendwie jede Band. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass AC/DC auch lieber andere Songs als Highway to Hell spielt oder dass, weiß ich nicht, die Toten Hosen was anderes gerne spielen als Hier kommt Alex. Aber es gibt halt so gewisse Songs, die kennt halt nun mal jeder. Ne? Und da gibt es natürlich andere Songs, die kennen dann weniger Leute, die sind vielleicht für den Kenner oder für den Hardcore-Fan irgendwie schöner. Aber, was man aber trennen kann, ist so, also dass das jetzt vielleicht nicht viel Spaß macht, einen Song zum 1.000.000. Mal zu spielen und so weiter. Was aber einen Spaß macht trotzdem bei diesem Song, ist halt die Emotion, die vom Publikum wieder zurückkommt. Und das ist dann der Payoff quasi an der Stelle, das, was sich dann wieder zufriedenstellt, wo du sagst, ja, aber haben alle Spaß gehabt und das nehme ich dann persönlich dann aus so einer Nummer mit. Ne? Also im Wagen vor mir ist jetzt nicht mein Lieblingssong. Gebe ich zu. Nicht? Nee, nicht wirklich. Aber alle haben mitgemacht. Alle hatten Spaß. Ich habe nur in lachende Gesichter geguckt. Ja. Und wer bin ich denn da, dass ich mich darüber schwimme? Mein Gott. Der Letzte bin ich doch tatsächlich. Aber ich bin tatsächlich auf dem Weg dann zum Job, habe ich Radio gehört, Deutschlandfunk. Und da musste ich noch an dich denken. Im Deutschlandfunk läuft eine Sendung, die heißt Classic Pop etc. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist da immer ein prominenter oder weniger prominenter Gast, der so sein Mixtape vorstellt. Im Prinzip seine Playlist, die Playlist seines Lebens, Songs, die ihn beeinflusst haben. Und der Song fängt immer, diese Sendung fängt immer mit dem gleichen Song an. Den hätte ich dir gerade noch mal eben vorspielen sollen, weil für alle, die es interessiert, ist ein total abwechslungsreicher Big Band Sound, der wirklich durch die verschiedenen Musikstile durchgeht und so weiter, mit Disco, mit Big Band Sound, mit allem Zeug. Jetzt hören wir uns gleich nachher auf jeden Fall nochmal an. Für alle anderen Anspieltipp, der Song heißt, glaube ich auch, ich habe den nämlich da mal per Shazam, ich wollte wissen, welcher Song das ist. Und das ist tatsächlich der Klassik-Pop etc. Song, so heißt er dann auch. Der ist also für diese Sendung geschrieben worden, aus den Zeiten wahrscheinlich, als Musik noch von Komponisten für Radiosendungen komponiert wurden. Und der Song ist so gut, dass ich gesagt habe, muss ich dir unbedingt noch erzählen, habe ich jetzt auch hier mit, damit du den mit deiner nächsten Band einproben musst, weil der ist sensationell. Das war. Ich bin gespannt, ob ich da ein Arrangement finde. Oder selber schreiben muss. Ja, genau. Im Zweifel selber schreiben muss. Aber ihr habt dann lange gespielt an dem Tag, ne? Ja, wir waren da lang unterwegs, aber es war ja im Prinzip auch eine tagesfüllende Veranstaltung, die wir dann auch mit allen Facetten des Wetters dann genutzt haben. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so besonders interessant für unser Publikum. Was ich viel interessanter finde und was ich gerne heute erzählen wollte, mein Lieblingsplugin, alle aufmerksamen Zuschauer des Recording-Blogs haben das schon mal gehört. Da gibt es nämlich ein Video, das heißt, glaube ich, mein absolutes Lieblingsplugin oder so. Und da erzähle ich von dem Profi-Mastering-Engineer packt aus. Genau, investigativ, Jonas. Auf jeden Fall geht es um das Metric AB von ADPTR Audio. Ja, ich sage immer Adapter Audio. Adapter ist ein guter wie sagt man das? Leitfaden. Den sind die Vokale ausgegangen. Genau, ADPTR Audio Metric AB von der Plugin Alliance. Für die, die es nicht kennen, ist einfach, das ist im Prinzip ein Referenztool. Das heißt, du kannst da Audiodateien reinziehen, wo du dann mit einem Knopfdruck zwischen deinem Mix oder halt deiner Session und diesen Songs hin und her schalten kannst. Ganz viele, ne? 9 oder 12? Ich weiß nicht, wie viele Slots du hast. Ich glaube, 12 sind es ja. Du kannst verschiedene Referenzen reinhauen. Bei mir ist halt so, ich ziehe da halt den Mix rein beim Master. Das heißt, ich kann immer den originalen Mix gegen meine Session dann laut. Und die laufen ja auch zeitgleich, glaube ich, dann irgendwie. Du kannst die synken. Es gibt verschiedene Modi, die du machen kannst. Du hast verschiedene Analyzer, ein Spektrum, also ein Frequenz-Analyzer. Kannst du in der Lautness angleichen? Automatisch. Ne? Ja. Da gibt es eine automatische Funktion. Du kannst die Dynamik messen, du kannst die Korrelation messen. Also unterm Strich würde es den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn ich jetzt über das Plugin wirklich im Detail erzähle. Deswegen schau mal ins Video rein, falls dich das interessiert. Genau, wobei ich da ja auch nur an der Oberfläche kratze. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und was ich sehr cool finde, anders als bei vielen Plugin-Herstellern, haben die Jungs von ADPTR Audio einfach mal eine neue Version rausgebracht, die auch kostenlos für alle V1-Besitzer ist. Die heißt auch tatsächlich Version 1.4. Das wäre bei allen anderen Herstellern, die ein bisschen kommerzieller denken, wäre das eine Punkt 2 Extended irgendwas super genial. Auf jeden Fall nochmal neu kaufen. Ultra Version. $500-Version geworden. Ja. Sehr, sehr geile Features, die da hinzugefügt haben. Auch da, das ist total,
es ist ein bisschen, was heißt komplex, man muss das Plugin kennen. Wenn ich jetzt erzähle, was da so toll dran ist an diesen neuen Features, dann denkt man, ja, das muss ich sehen. Ja, ist auch so. Ja. Es gibt für alle, die das Plugin besitzen und tatsächlich das Update noch nicht kennen oder das noch nicht gesehen haben. Ich zum Beispiel. Genau, gibt ein tolles YouTube-Video. Mhm. Vielleicht können wir das auch irgendwie verlinken oder so. Oder schaut einfach mal, gibt es mal ein Metric AB, ist von Plugin Alliance, halt so ein Erklärvideo, was alles neu Überblick. Ist. Mhm. Und das ist wirklich super, weil du halt auch alles siehst direkt an auf dem Screen, was er da macht. Also ich sag mal so, du kannst für verschiedene, sag mal, du hast jetzt 5 Referenzsongs in deiner Session. Mhm. Da war es bisher so, dass du dann diese automatische Lautheitsanpassung für jede Referenz immer einzeln machen musstest. Ja. Das heißt, du hast jetzt, keine Ahnung, Mix XY, ne, wolltest du vergleichen. So, jetzt ist natürlich so, dein Song läuft ja weiter und die Referenz läuft auch weiter. Das heißt, du vergleichst vielleicht jetzt deinen letzten glamourösen, fetten Refrain im Zweifel mit der ersten Strophe von deiner Referenz, was jetzt ja nicht so sinnvoll ist. Ne? Nee. So, jetzt gibt's einige, die sagen, ja, mache ich sowieso nicht. Ich cutte mir aus meinen Referenzen irgendwie die Teile raus, die ich, zum Beispiel den Refrain oder halt irgendwie was auch immer, ne, warum ich den halt drin hab, so, ne. Das ist Punkt 1. Was du jetzt aber machen kannst, ist, du kannst Startmarker setzen. Ah, okay. Ne, das heißt, du kannst zum Beispiel auch 3-mal den gleichen Referenzsong reinladen und kannst sagen, ich nehme mir Slot 1 für die Strophe, Slot 2 für den Refrain und Slot 3 für Solo oder wie auch immer. Ja, sehr cool. Mhm. Das Punkt 1 und es gibt die Möglichkeit, worauf ich eben eigentlich hinaus wollte, du kannst mit einem Klick die Lautheit aller deiner Referenzen an deine Session anpassen. Ja, ja. Das heißt, du kannst dann wirklich einmal sagen Match. Und dann kannst du zwischen deinen Referenzen auch hin und her schalten. Das dann über diese ARA-Schnittstelle, wo man dann im Prinzip auch nicht mehr durchlaufen lassen muss, sondern wo er das selber ausrechnet, so wie bei Melodyne auch. Früher musste man bei Melodyne ja auch erst laufen lassen, damit er die Blobs einmal alle identifizieren kann. Es ist ja so, und dass heute läuft das automatisch, ne? Das ist ja, naja, das ist ja was anderes. In dem Fall ist es ja so, dass sozusagen in diesem Plugin laufen alle Referenzen im Hintergrund immer. Also das läuft sozusagen. Okay, alles klar. Und dann kann er das einfach messen in Echtzeit. Ja, 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 gut. Ja, ne? Also es wird ja nicht die Lautheit integrated über den ganzen Song angepasst. Also die wird dann in dem Moment angepasst? Ich weiß, über 2 oder 3 Sekunden. Ah, genau. Verstehe. Okay, alles klar. Ja total Sinn macht, weil es kann ja sein, dass zum Beispiel deine Strophe ist vielleicht 3 Loudness Units oder RMS leiser oder lauter als die Strophe von dem anderen Song. Oder du hast dir einen Foo Fighters Song rausgesucht, die manchmal auch gerne bei irgendwo nahe Infinity anfangen irgendwie und dann hinten raus bei -3 LOFS rauskommen. Irgendwie. Wieder mal, jetzt muss ich mal wieder kurz arrogant sein. Nein, ja, bitte. Danke übrigens für den Kommentar. Tatsächlich hat sich... Also du bist nicht arrogant, nur dass ich das mal... Ich mag dich trotzdem. Ja, es hat mich sehr getroffen. Außerdem trägst du Waldorf und Stephen. Ja, genau, extra habe ich mir nur für den Podcast gekauft. Tatsächlich. Ja, ich würde. Es kam die Frage, ja, so wieder mit Lautheit und sowas, ne? Und ja, jetzt ist mein Song ja irgendwie auch genauso laut in der lautesten Stelle und alles toll, ne? Irgendwie ging es wieder mal um, ich glaube, irgendeinen Ed Sheeran-Song als Referenz. Ja. Und es war irgendwie im Refrain irgendwie um die -6 LOFS, Short-Term, so. Klingt jetzt erstmal für viele, ist aber laut, ist relativ normal für einen Popsong auch heutzutage. Das noch. Weißt du besser als ich. Genau. Aber irgendwie wirkt mein Song halt trotzdem viel undynamischer und sowas, ne? Und was du gerade schon gesagt hast, ganz oft ist es so, dass diese Produktion, das Intro startet bei -20 LUFS. Ja. Ne? Und die Strophe ist bei -13. Ja. Und der Refrain ist bei -6 plötzlich oder -7. Ne? Und deswegen hat der Song nachher integriert. Keine Ahnung. Trotzdem nur -14. Ja, gut, das nicht, aber -9, -10. Ja. Das heißt, der wird dann im Zweifel aber im Schnitt wieder deutlich weniger leiser gemacht als dein Song, der von vorne bis hinten, ne, wer schon mal eine Mixkritik von uns beiden gesehen hat. Jedes Mal, ne, sage ich dieses berühmte Wörtchen Makrodynamik. Ne? Ja, also für alle, die es nicht wissen, einmal im Monat im Premium-Bereich vom Recording-Blog gibt es eine Mixkritik, die Björn und ich hier vor der Kamera machen, wo wir über einen Song, der eingeschickt wurde von in Regie einem C, dann, genau, also in da vorne Regie C, genau, direkt am Tisch hier vorne quasi.
dann über den Song sprechen. Und da ist unter anderem Mikro- und Makrodynamik sind zwei Themen, die wir nahezu jedes Mal besprechen. Ja, aber auch Themen, mit denen durchaus ich mich auch immer wieder schwer tue im Mix, das herzuzaubern. Ist ja auch immer einfacher, über etwas im Nachhinein zu sprechen, als es selber zu machen. Ne? Ja, ich entwickle auch lieber Ideen, als sie selber umsetzen zu müssen, aber geschenkt. Nee, alles gut. Aber genau, also das ist halt auch so ein Thema, Makrodynamik. Und das sind alles Sachen, die man wirklich, ich will jetzt keine Werbung für dieses Plugin machen, weil ich da, also ich will schon Werbung dafür machen, ich würde auch gerne dafür Geld nehmen, kriege ich aber nicht. Ja, kriege ich nicht. Deswegen ist es einfach nur eine absolute persönliche Empfehlung für wirklich jeden, egal ob Pro oder absoluter Anfänger. Ja. Dieses Metric AB, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gerade durch das Update wieder mal in einem Sale oder so, müsste man nachschauen. Das ja, ist kostet aber Plugin sonst durchaus drin und sonst einfach warten. Das kostet sonst schon nicht wenig. Das kostet irgendwie 200 € oder sowas oder auch 220, wenn das nicht in einem Sale ist. Aber eigentlich kriegst du das immer irgendwie mal in einem Sale. Für 30 oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das ganz günstig wird, weiß ich nicht. Aber also wirklich, es gibt gewisse Sachen, die kauft man sich ja wirklich, natürlich ist das nicht so sexy. Na, man muss das so wollen, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist halt eben nicht, dass ein Klick klingt alles besser, sondern es ist schon analog, Shadow, Hills, große Knöpfe, Ding, nein, ist nicht. Es ist halt Werkzeug. Ja, wir reden ja oft über diesen Nerd-Teil von diesem Bereich, der immer so nerdy klingt, wenn man sich LOFS anguckt, wenn man sich Dynamikverläufe anguckt, wenn man sich wie Timo Krämer irgendwie die letzten 200 Chart-Hits anguckt und durchanalysiert und eine riesen Excel-Tabelle aufsetzt, in welcher Dur die geschrieben sind, Dur oder Moll und so weiter und so fort, Lauflänge und so weiter, eine riesen Tabelle angelegt hat, aber mit dem Wissen, das gehört halt letztendlich auch dazu und dafür ist Adaptor Metric AB durchaus ein Hilfsmittel, mit dem man arbeiten kann. Du arbeitest ja sogar damit. Also für uns im Mixprozess ist das ja so ein Abgleich oder so, ne? Aber wenn du alleine schon das Ungemasterte und das Master gegeneinander halten kannst und dann vor allem Lautstärke ausgeglichen, dass du auch wirklich nur den Klangunterschied direkt hören kannst, also beide gleich laut sind, weil beim Master machst du ja durchaus auch lauter. Aber dass du das wirklich nur klanglich dann behören kannst. Und das kann ich euch schon sagen. Es ist tatsächlich der direkte AB-Vergleich, kann ich auch noch gleich eine Geschichte zu erzählen, ist tatsächlich wirklich wichtig, um diese subjektive Wahrnehmung von unserem blöden Hirn oder von unseren Ohren auszuschalten. Denn, jetzt erzähle ich mal, ich habe diesen Monat im Premium-Bereich haben wir einen Song, den wir mischen. Und ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mir den Odyssey gekauft habe, den Kopfhörer. Mhm. Ne? Und dass ich diesen Mix zweimal machen wollte. Und jetzt ist es passiert. Im Premium-Bereich gibt es das große Mix-Tutorial, wo ich erzähle, wie ich meinen Mix gemacht habe, ausführlich von vorne bis hinten. Ich habe den Mix aber tatsächlich zweimal gemacht. Und zwar einmal über den Beyerdynamic 990 Pro. Mhm. Ja, 990 Pro, 250 Ohm, den ich bisher für einen guten Kopfhörer gehalten habe und über den auch immer noch gerne Musik höre. Und eben über den Odyssey. Beide Male, ich habe den ersten Mix über den Pro, über den 990 Pro gemacht, habe beide Male im Garten gesessen. Total geil. Ich sitze im Garten irgendwie, die Sonne scheint. Das war jetzt mal ausnahmsweise, die Sonne scheint. Ich habe diese Kopfhörer auf und obwohl die offen waren, ging das. War relativ leise, das Vogelgezwitscher hat jetzt nicht gestört. Und habe dann zweimal den Mix gemacht. Und natürlich mische ich dann jedes Mal so gut, also bis zu dem Punkt, wo ich dann denke, okay, jetzt ist fertig, so, ne? Ja. Und hab dann den Mix vom 990 Pro fertig gemacht, war damit auch zufrieden, hab den dann liegen lassen und hab dann am nächsten Tag über den Odyssey nochmal gemischt und dann habe ich die beide liegen lassen, beide Mixe. Dann habe ich das große Mix-Tutorial aufgenommen, das ist ungefähr 2,5 Stunden lang geworden und am Schluss vom Mix-Tutorial habe ich dann noch eine Lesson, so heißt das da in dem Kurssystem, was ich da habe, eine Stunde nochmal gemacht, wo ich dann so, und jetzt Tag der Wahrheit irgendwie. So, jetzt beide Mixe gegeneinander AB. Hätte ich jetzt mit Metric AB machen können, hatte die aber den LCD-2-Mix hatte ich jetzt fertig anliegen und habe dann als Referenz oben quasi nochmal den 990 Pro-Mix gemacht und konnte dann auch AB umschalten zwischen den beiden. Und meine persönliche Wahrnehmung vom Mix vom 990 Pro war okay, als ich den alleine abgehört habe, ne? Also ohne was dagegen hören zu können. So, habe gedacht, ein bisschen erdiger, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Gitarren reingedreht. Ist ja auch ein bisschen Tagesform, wie du mischst und so. Mal magst du mehr Gitarren, mal weniger, mal mehr Bass, mal weniger und so weiter. Und dann aber AB gehört und ich verrate jetzt mal das Ergebnis, aber es lohnt sich tatsächlich reinzuschauen, falls du Premium-Mitglied sein solltest. Es ist wie Tag und Nacht gewesen, original. Ich habe original gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der Mix über den LCD-2 klingt so viel weiter, freier, fetter untenrum, trotzdem aufgeräumter und alles in allem besser. Und
ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied, also an einigen Stellen, vor allem in den Strophen, die Strophen sind bei mir meist eher mono gemischt, da ist es nicht ganz so aufgefallen, aber vor allem, wenn es dann in den Refrain reinging, groß wurde, wo ich gedacht habe, boah, also dass der Unterschied so groß ist, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Und ich werde das nochmal verifizieren. Ich glaube, ich werde den Mix über den 99 Pro nochmal machen. Mhm. Einfach um zu gucken, ob das jetzt wirklich am Kopfhörer lag oder ob das nur meine Tagesform an dem Tag gewesen ist irgendwie. Aber das war, ja, und da habe ich dann halt diese subjektive Perspektive ausgestellt von ich dachte, der Mix vom 99 Pro wäre gut. War er nicht. Ja. Ne? Ja gut, aber ich sag mal, der zweite Mix, ich könnte mir auch vorstellen, dass du dann vielleicht auch gewisse Entscheidungen schon getroffen auch schon hattest. So ein mhm. bisschen... Habe ich ja gestern auch schon so gemacht. Also so, zumindest, selbst wenn du es nicht aktiv machst, so unterschwellig denkst, keine Ahnung, da nehme ich jetzt mal die Höhen raus oder weiß ich nicht, ne? Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, aber trotzdem war die Diskrepanz so groß, ja, gut, ne, dass ich wirklich gedacht habe, okay, das muss auch mit der Abhöre zu tun. Aber ja. Deswegen sage ich, ich müsste den Mix jetzt eigentlich nochmal über den 99 genau. machen, jetzt mit meinem Wissen auch von den Spuren, vom Songverlauf und so weiter mhm. und so fort, um dann nochmal dagegen zu halten. Wäre, glaube ich, am fairsten und ich glaube, das mache ich auch nochmal. Ja. Das jetzt interessant war halt, ich wollte eigentlich beweisen, dass man über den 140-Euro Kopfhörer auch ordentlich abmischen kann. Und der Mix ist auch ordentlich geworden. Ist er. Er ist tatsächlich ordentlich geworden, aber auch nicht viel mehr. Und das war eine Sache, die mich schon irritiert. Da habe ich gesagt, Mann. Ja, du, klar. Ja. Am Ende, subjektive Wahrnehmung. Am Ende des Tages, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, am Ende des Tages. Ja, das war mal eine Zeit lang unser erste Mal. Running Gag. am Ende des Tages super viele Faktoren. Und man weiß natürlich nie, wie es, keine Ahnung, übermorgen, wenn es nochmal machst, wäre. Deswegen, ne? Oder also wenn es ein anderer Song wäre. Oder Tagesform Tag, gehört ne? auch immer dazu und so weiter. Ne? Ja. Und das Schöne an dem Projekt wäre jetzt aber auch für alle Leute, die vielleicht Lust haben, sich das mal zu gönnen, den Premium-Bereich mal reinzuschauen. Guckt mal auf recordingblog.com. Da gibt es alle Informationen oben in der Leiste irgendwo. Steht Mitglied werden, aber da könnt ihr schon mal reingucken. Und das Spannende ist halt einfach, das Projekt war relativ überschaubar. Mhm. Das hatte als Band irgendwie knapp 20 Spuren, war auch klassisch als Band aufgenommen mit drei Gitarren, Bass, echtes Schlagzeug, wirklich gut getrommelt, guter Sänger und dann eben noch irgendwie 8 Spuren Handclaps und 4 Spuren Chor-Einwürfe oder sonst was, die ich als Einzelinstrumente rechne. Also ein überschaubares Projekt, was man wirklich an einem Abend bummelig wegmischen kann. Oder wenn man sich's gemütlich machen will, an einem Abend die Band und dann am nächsten Tag noch die Vocals reinbringen und so weiter. Ne? Jetzt auch nicht ein Riesenbedarf an Automation. Also wirklich ein Projekt, was man wirklich charmant nehmen kann, um sich zu überprüfen. Und worauf ich hinaus will, ist, was man auch einfach mal 1-2 Wochen später nochmal machen kann. Mhm. Weil viele Leute machen dann Mixe nicht ein zweites oder ein drittes Mal oder so. Ne? Und gerade ist der Lerneffekt ja dann da, wenn du eben nochmal eine Woche liegen lässt irgendwie und dann mit frischen Ohren nochmal neu anfängst, um dann einfach mal zu gucken, okay, kannst dich auch selbst überprüfen bei der ganzen Geschichte. Okay, habe ich mich weiterentwickelt? Höre ich vielleicht jetzt anders? Achte ich jetzt auf andere Dinge als beim ersten Mal hören, wenn du frisch mit den Spuren in Kontakt kommst und so weiter und so fort. Ne? Und dafür ist das perfekte Projekt, weil du einfach, das kannst du an einem Abend mal machen, wenn du Bock hast irgendwie. Und vor allem, wenn du schon mal den Mix schon mal gemacht hast, geht der nächste Mix natürlich nochmal schneller. Könnte vielleicht auch ein Grund gewesen sein, dass beim zweiten Mix ich einfach viel mehr Zeit für die Feinheiten hatte, weil ich mit den Grobheiten mich nicht mehr auseinandersetzen musste. Aber ich habe alles runtergenommen, alle Plugins runtergenommen, alle Fader runter, alle Panoramas in die Mitte. Das war alles auf Null beim zweiten Mix. Ne? Ja, also, aber trotzdem ist ja so ein bisschen aus der Erfahrung, aus dem, was man dann vom Tag vorher so noch drin hat, ne? Ja, auf jeden Fall ein spannendes Ding, wirklich, wo ich wirklich gedacht habe, das war jetzt mal ein Experiment, was mich auch nach vorne gebracht hat, wo ich wirklich gedacht habe, okay. Aber ist ja unterm Strich trotzdem auch schön zu wissen, dass man, sagen wir mal, wenn man investiert, ob das jetzt, ne, nochmal, ob das jetzt sein muss oder nicht, haben wir letztes Mal groß drüber gesprochen. Ausführlich, in der letzten Folge. Aber wenn man das Gefühl hat, dass es einem damit ja auch Spaß macht und dass man es gerne damit macht, und wenn man jetzt für so einen Kopfhörer nicht gerade, weiß ich nicht, ein Darlehen bei der Bank sich holen muss oder keine Ahnung, eine Niere verkaufen muss, dann ist doch super. Der größte Luxus an der Geschichte ist eigentlich, und das habe ich eigentlich bei meinem Studio zu Hause dann auch gehabt, als ich weitgehend mit den baulichen Maßnahmen angekommen bin, dass ich dem, was ich im Studio mische, vertrauen kann. Und jetzt nicht 37 Mal zum Auto rennen muss oder zum Radio oder zum sonst was irgendwie, um nochmal gegenzuchecken oder so, sondern ich weiß, das, was aus dem Studio rauskommt, darauf kann ich mich weitgehend verlassen. Ja, so, ne? Das ist super wichtig. Und super das ist wichtig. bei dem Odyssey war das dann auch so. Ich hatte den Mix dann fertig und war jetzt wirklich gespannt auf diese letzte Folge im großen Premium-Mix-Tutorial, da wirklich zu sitzen, okay,
Das kommt jetzt mal raus, gewinnt der 990, irgendwie habe ich Bullshit gemacht, dass ich hier so viel Geld für einen Kopfhörer ausgegeben habe. Nee, ich habe den Mix angemacht, habe da gesessen, habe gedacht, guck mal, ich kann mich drauf verlassen. Wenn der Mix aus dem LCD2, wenn ich damit unterwegs bin, irgendwann muss kurzfristig was arbeiten oder so, dann kann ich mich drauf verlassen. Mhm. Wenn ich mit dem Mix auf dem Kopfhörer zufrieden bin, brauche ich nichts mehr gegen checken, weil es funktioniert. Und das ist echt ein Gefühl, boah, das ist mit nichts zu bezahlen, weil du einfach weißt irgendwie, eben nicht mehr diese extra Runden zu drehen. Ja, mein Mix klingt im Auto nicht oder sonst was. Irgendwie so. Nee, ist definitiv ne, nicht angesagt. Ja, und diese AB-Geschichte, ne, diese Vergleichsgeschichte, da wollte ich vor 10 Minuten schon mal noch was zu sagen. Entschuldigung. Da warst du so gerade so schön am Erzählen. Das ist ja auch, es ist ja nicht nur die Subjektivität, die du angesprochen hast. Mhm. Es ist ja auch unser Gehirn, also beziehungsweise unsere Ohren, / Weiterverarbeitung zum Gehirn, ja. Ist ja sowas von, also eine Fruchtfliege adaptiv. Hat ja eine Fruchtfliege hat deutlich mehr Aufmerksamkeitsspanne, was das angeht. Stimmt. Ist ja wirklich so, ne? Und alle, die immer sagen, ah, ich brauche sowas nicht, ich hör mir meine Session an und dann schalte ich um, ich habe ein ganz kompliziertes Routing, da muss ich dann hier 5-mal da klicken, 3-mal da, so, und dann sind 8 Sekunden rum. Genau. Und dann ist das nur 3 dB leiser oder lauter, ne? Das reicht mir. Alle, die das behaupten, gerne behaupten und machen. Wer damit klarkommt, auch gut. Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wer damit klarkommt, dann wärst du halt der erste Mensch auf der Welt, der damit klarkommt, ja, weil es ist ja bewiesen. Ja. Ne, darf ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wieder, weil ich natürlich jetzt nicht genau die Studie hier als Quellennachweis angeben kann. Aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Nee, es gibt aber auf jeden Fall genug Nachweise darüber oder auch Versuche und Experimente, die ja nachweisen, dass wir nicht mal in der Lage sind, keine Ahnung, jetzt wieder irgendeine Zahl raushauen, die ich nicht belegen kann, aber wirklich ja nur so dermaßen kurz, dass wir wirklich vergleichen können. Ja. Ne? Und das, was dieses Plugin ja macht, dass du drückst und du hörst kein Knacken, selbst ein Knacken das oder sowas. Das ist tatsächlich, ne? Wirklich ein Punkt. Ne? Das ist bei meinem Routing, ich arbeite ja nicht mit Adapter, müsste ich eigentlich viel mehr, dass ich bei meinem Routing, ich habe ja eine Referenzspur oben, die auf den Masterbus läuft, und mein Mix läuft auf einem Pre-Master, also einem vorgelagerten Masterbus, dass ich quasi, wenn ich den Referenzmix auf Solo stelle, dass der unbeeinflusst über den Master rausläuft und ich dann AB hören kann. Und eine Zeit lang war das in Logic und auch in Studio One eigentlich ohne Knacksen möglich, aber sobald du ein Plugin hast, was Look-Ahead-Funktion hat, also Noise Gate zum Beispiel, oder du hast einen phasenlinearen Equalizer drin oder sonst alles, was mehr Rechenpower braucht und viel Latenz ins System beibringt, sorgt dafür, dass du dann beim Umschalten tatsächlich diesen kleinen Aussetzer hast. Und dieser kleine Knackser, finde ich, der bringt mich schon komplett weg. Macht mich auch, der nervt mich zu Tode. Und dann muss ich wieder ein bisschen länger hören, um mich wieder drauf einzuhören, um dann wieder umzuschalten und so weiter. Es ist schon, die Subjektiv, unsere Ohren sind einfach wirklich manchmal leicht reinzuhören und man gewöhnt sich auch extrem schnell an Sounds. Ne? Ja, und ich finde es jetzt gerade mit diesem neuen Update, finde ich das total spannend, einfach zu sagen, okay, was möchte ich jetzt vergleichen? Mhm. Weil ansonsten musst du dir ja in deiner Referenz, klar, ich sag mal, nimmst du dir eine Referenz, die auch ähnlich ist und die vielleicht ja auch vom Ablauf her ähnlich ist, aber trotzdem wirst du ja... Ist ja ein anderer Song. Ist ein anderer Song, ja. Und ich sag mal, 5. Taktstrophe bei deinem Song ist mit Sicherheit nicht 5. Taktstrophe in der Referenz. Nein. Oder 1. Taktrefrain ist nicht 1. Taktrefrain bei dir. So, ja. Das heißt, du musst ja sowieso dir immer wieder deine, entweder den Pfeil dann halt hin und her schieben oder schneidest dir den zurecht oder so. Ja. Und du kannst halt einfach dann in dem Plugin, legst du dir halt einen Startmarker beim Refrain an. Und du weißt, du mischst dann den Refrain, ja. Und du weißt genau, wenn ich jetzt hier Match mache, dann ist mein Refrain lautheitsangepasst mit dem Refrain der Referenz. Super, und ich drücke auf einen Knopf und kann hin und her schalten. Und alleine das nimmt mir oder würde mir in dieser Situation total viel schon wieder nachdenken und so sparen. Also einfach, wo du einfach ganz blind auf diesen einen großen Knopf, keine Ahnung, wenn du einen MIDI-Controller hast, kannst du dir den vielleicht sogar noch irgendwie da zuweisen. Auf den Fußschalter legen oder so. Was weiß ich was, ne? Die Augen oder zulassen. Ja. Genau. Und einfach nur hin und her schalten und muss nicht irgendwie noch überlegen, habe ich jetzt das richtige Routing, habe ich jetzt da das ausgemacht, läuft das jetzt über einen Masterbus oder läuft das da nicht drüber? Super. Also 1000 Sachen. Ja. Wirklich ganz, ganz große Werbung, Plugin Alliance. Ihr könnt mir gerne das Geld jetzt überweisen dann. schön wär's. Nee, tolles Ding. Und ich habe das gesehen, das Update, und habe erstmal so gedacht, okay, ja, was kommt jetzt irgendwie raus? Irgendwie neuer
Also übrigens auch diese anderen Tools, diese Analyzer-Tools, die da drin sind, ne? Ja. Jetzt mal wirklich ohne Mist. Mit denen ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe. Aber ich meine, spätestens wenn ich gleich nach Hause komme, muss ich das noch machen. Ich meine, ich nutze das jetzt auch ja nicht so viel. Ich habe ja hier immer den Pinguin-Mieter laufen, eigentlich auf dem Extra-Bildschirm. Aber trotzdem, auch was das kann, du kannst die Frequenzkurven übereinander legen. Du bist ja lautheitsangepasst. Ja, genau. Ja. Du kannst sie übereinander legen. Du kannst gucken, ob dein Song mehr Dynamik, weniger Dynamik hat, Lautheit. Das heißt, du hast eigentlich jeden Wert im direkten Plot übereinander gelegt. Und die Verteilung auch im Mix kannst du ja auch. Genau, und wo mehr Stereoanteile sind, in welchen Frequenzen, ob das jetzt immer, ob du da jetzt irgendwas immer matchen musst, sei mal dahingestellt, aber es geht ja vor allem in erster Linie erstmal darum, das zu wissen, das zu erkennen, zu sehen. Wo du stehst, genau. So. Ja. Und dafür ist dieses Tool gerade eben auch für Anfänger oder für Leute, die halt besser werden wollen, lernen wollen, empfehle ich das. Ich habe das in meinen Coachings, in meinen Mastering-Coachings jedem empfohlen. Ich sage, für dieses Coaching, du musst dir nichts kaufen, du brauchst keinen, was weiß ich, Mastering-EQ-Scheiß sonst drauf. Kauf dir dieses Plugin. Und wenn das jetzt 229 kostet, kauf es dir jetzt trotzdem, weil das ist wirklich, es ist so viel wert, wenn du damit arbeitest und gerade im Mastering, auch wenn ihr eure eigenen Songs mastert. Ja. Es ist total genial. Du hast immer die frische Perspektive, lautheitsangepasst, das Ganze zu hören. Ja. Du weißt immer genau, habe ich es verändert oder habe ich es verbessert oder habe ich es nur lauter gemacht? Du kannst ja auch einen von deinen Songs einfach mal bei dir mastern lassen, also einmal einen Song professionell mastern lassen, und wenn du sowieso immer dieselbe Instrumentierung, dieselbe Band und so weiter hast und so weiter, dann hast du ja quasi eine handgestrickte Referenz aus dem eigenen Haus, die auch noch kompatibel ist mit der Musik, die du machst. Also und wirklich wichtig. Und was vielleicht auch ganz cool ist, weil wir gerade gesagt haben, der Refrain ist nicht an der Stelle, wo bei der Referenz der Refrain ist. Wir haben bei den Premium-Spuren des Monats haben wir immer auch einen Referenzmix beiliegen. Der Song ist also schon einmal gemischt, ganz oft auch schon gemastert. Das heißt also, du kannst deinen Mix machen, kannst aber immer mal im Abgleich auf die Pro-Version umschalten und bist dann wirklich da. Ne? Kannst auch wirklich Strophe gegen Strophe hören und hören, okay, sind die da viel lauter, viel leiser, wo darauf legen die mehr den Wert und so weiter. Und ob du es dann so machen musst, dass du die Gitarren dann genauso laut mischt wie der Referenzmix, ist ja Geschmackssache. Ne? Finde ich egal. Total egal. Ich habe heute noch einen Mix gehört von einem Premium-Mitglied, der hat den Without Me-Song nochmal neu gemischt. Den Song, den wir mit Jan Löchel und Timo Krämer gemacht haben. Und der hat aber die Gitarren viel weiter nach vorne gemischt, was ich mega fand. Der Song war plötzlich viel rockiger irgendwie. Und wir haben Live-Version quasi. Ja, wir haben ja alles drin gehabt. Ne? Jeder konnte ja seinen Mix machen. Ne? Und das war wirklich so nochmal so dann wegen einer frische Perspektive. Danke Bernd für die frische Perspektive auf jeden Fall. War so geil, dass plötzlich im Refrain brennen die Gitarren los und du denkst so, ja, Mann, die habe ich auch eingespielt. Das war cool. So hätte man den auch mischen können, den Song. So ein bisschen wie bei vielen Künstlern dann so die Live-Version quasi. Ne? Ja, wenn du so Pink oder so hörst, denkst du ja, oh Mensch, was ist denn da los live? Ne? Das ist ja hier eine richtige. Ja, mein Lieblingsbeispiel Rockband, Nickelback. Ne? Also eine der im Pop-Himmel ja meist verschrienen Bands irgendwie, aber sowohl auf Album als auch live brennen die wirklich die Hütte ab. Ne? Okay. Da fliegt die Gitarre, ne? War ich noch nie so nah dran, ehrlich gesagt, an Nickelback. Ja, deswegen Nickelback einfach mal Anspieltipp, da mal reingucken und da mal inspirieren lassen. Ich habe aber auch noch eine Frage mitgebracht, die mir tatsächlich aus dem Dunstkreis des Recording-Blog gestellt wurde. Und zwar ist eigentlich auch eine oft gestellte Frage, mit der ich mich früher auch oft auseinandergesetzt habe, weil das bei mir auch so war. Wenn man, speziell der Bassbereich ist ja immer so ein spezielles Thema, irgendwie, wie kriegt man den Bass weitgehend unter Kontrolle? Schwarze Magie, ja. Genau, und vor allem für viele so ein dunkles Loch, so ein schwarzes Loch, das sie nicht verstehen, ist, dass bei einem Bass manche Noten lauter sein können als andere. So dieses Gefühl, die Noten sind, die saufen mir ab. Trotz gleichem Pegel. Also er hatte, der spezielle Nutzer hatte mir geschrieben, die werden alle mit derselben Velocity eingespielt. Das war jetzt also ein Synthbass in dem Fall. Also gleicher Pegel. Also so. Aber es würde trotzdem unterschiedlich laut bei ihm klingen. Meine erste Frage war, wie hörst du ab? Ne, also Gute Frage. Ja, zielt darauf ab, wenn er über Kopfhörer abhört und diesen Effekt hat, dann muss es was mit dem Signal zu tun haben. Wenn er in seinem Raum abhört über Lautsprecher, dann sind wir wieder beim Thema Raummoden, was wir letztes Mal schon besprochen haben, dass tatsächlich der Raum ihn einfach reinlegen kann, dass einige Noten einfach lauter sind als andere, weil sich manche Frequenzen überlagern und dadurch lauter erscheinen als andere, die sich auslöschen und dadurch leiser erscheinen können. Und
Ich dachte aber, ich gebe die Frage mal ganz charmant direkt an dich. Ja, eigentlich haben wir die Frage letztes Mal schon beantwortet, sozusagen im letzten Podcast, ne, wo ich erzählt habe von diesem Bass-Sweep, den man mal machen kann in seinem Raum, um zu hören, erstmal ab welcher Frequenz spielen meine Lautsprecher oder höre ich überhaupt was aus meinen Lautsprechern? Und zweitens mal, dieser Sweep ist ja auch immer der gleiche Pegel bei unterschiedlichen Frequenzen. Ja. Ne? Aber wir können das abkürzen. Und es kommt noch eine Sache hinzu, weil du gefragt hast, haben wir schon lange nicht mehr, diesen Begriff haben wir schon lange nicht mehr reingeworfen. Am Ende des Tages. Ich weiß, ich weiß, dass du von mir seit 3 Jahren ungefähr ein Video zu diesem Thema gerne haben wolltest. Und ich immer gesagt habe, ja, machen wir. Und dann seit wiederum 1,5 Jahren, wir können im Podcast ja mal über die Fletcher Mansen-Kurve sprechen, ne? Haben wir ja auch schon häufiger mal gemacht. Stimmt, das kommt ja auch noch ins. Das habe ich jetzt noch gar nicht in Betracht gezogen. Ich wollte nur kurz abkürzen, er hat geschrieben, er hört über Kopfhörer ab. Okay. Also von daher gibt es da verschiedene Ansatzpunkte. Also heißt ja auch nicht, dass die Kopfhörer linear sind untenrum, ne? Erstens heißt es, dass der Kopfhörer nicht linear ist. Zweitens hat er gesagt, wenn er Bass spielt innerhalb von bis zu 2 Oktaven. Okay, ja, das ist so. Du sagst aber sofort okay, weil du verstehst, worum es geht. Es ist tatsächlich so, dass tiefe Noten, wenn sie mit der gleichen Velocity angespielt werden wie hohe Noten, die haben ein Vielfaches mehr an Energie, was sie einfach mitbringen und verteilen sich anders irgendwie im Hören. Also von daher gibt es da schon durchaus Unterschiede. Und Fletcher Manson, wenn du es ansprichst, ist im, wie laut hörst du denn eigentlich ab? Ne? Also wie ist... Müssen wir jetzt Fletcher Manson erklären oder müssen wir noch ein Video dazu machen? Ja, ich glaube, wir müssen es erklären, weil ich meine tatsächlich was komplett anderes als du. Okay, dann. Weil ich würde das genau andersrum sagen. Weil wenn du, umso tiefer der Ton ist, umso mehr Energie hat er. Umso mehr Pegel braucht er, damit wir ihn gleich laut zu hören, das ist richtig. Das heißt, wenn ich habe Unfug erzählt. Jein. Also natürlich hat er mehr Energie im Sinne von. Bewegt mehr Luft, oder wie auch immer man das sagen möchte. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, wenn du, keine Ahnung, bei 60 Hertz, weiß ich nicht, was das jetzt für ein Ton ist, müsste ich rechnen, habe ich keine Lust drauf gerade, dann muss dieser Ton, damit du ihn gleich laut wahrnimmst, in einer perfekten, wir reden immer über die perfekte Welt in der Theorie. Ja. Die es nirgendwo gibt. Nein. Ja? Das heißt, du würdest in einem Raum dich aufhalten, in einer Position, in einem Lautsprechersystem, wo jede Frequenz sozusagen gleichwertig hörbar ist. Ne? Gleich laut wahrgenommen wird. Genau, wahrgenommen werden kann. So, das heißt, der tiefere Ton bräuchte mehr Pegel. Mehr Verstärkungsenergie so, von der Endstufe. Damit er gleich laut wahrgenommen wird, wie der gleiche Ton eine Oktave höher. Ja. Ne? Also wie gesagt, das sind verschiedene Dinge, die einfach hinzukommen. Das ist ja auch Fletcher-Manson-Kurve. Richtig. Ja? Nee, wobei das... das ist nicht Fletcher-Manson-Kurve. Doch, auch. Auch Fletcher-Manson-Kurve. Fletcher-Manson-Kurve. Ja, genau. Ja, es ist ja so, Fletcher-Manson-Kurve besagt ja eigentlich... Jetzt wird's echt nerdy. Ne? Jetzt wird's richtig nerdy. Und das ist auch wieder... gefährliches Halbwissen ist es nicht, aber man muss halt aufpassen, jedes Wort und jeder Nebensatz kann natürlich das Ganze auch ein bisschen richtiger und ein bisschen falscher machen. Ja. Oh, das sind Sachen, die ich auch nicht mag. Aber grundsätzlich ist es so... dass es Frequenzbereiche gibt in unserem Ohr, die wir halt, wo wir sensibler sind. Die wir besser wahrnehmen als andere. Um das erstmal ganz allgemein zu halten. Ja, da gibt es halt so diesen ganz markanten Bereich, 1, 2, 3, 4 Kilohertz, so, wo wir halt am sensibelsten sind. Weil wir da am besten Sprache verstehen. Genau. Das ist einfach bedingt dadurch, dass wir auf Sprache gedrillt sind irgendwie und um die bestmöglich wahrzunehmen, sind unsere Ohren so getunt, dass sie diesen Frequenzbereich, in dem Sprache fest stattfindet, auch empfindlicher wahrnehmen. Als Geräusche drumherum. So ist das übrigens auch bei Lautheitsmessungen. Ja. Ne? Weil viele sagen, was ist denn zum Beispiel auch der Unterschied zwischen RMS und LUFS oder sowas? Ja. Ne? LUFS ist eben angepasst an unser Gehör. Ne? Ja, so wie auch der Unterschied zwischen weißem Rauschen und rosa Rauschen. Genau, und gewichtet und ungewichtet könnte man das auch nennen. Also das ist jetzt ein schmaler Grad, das irgendwie in 3 Sätzen... Wollen wir es vielleicht abkürzen? Also man kann es abkürzen... Auf diese Frage kann man abkürzen. Ganz viele Faktoren, die da reinspielen können. Wahrscheinlich einfach Raum, beziehungsweise Wiedergabe. Fall, ja, genau. Genau, ja, aber trotzdem, also nicht Raum, entweder halt der Raum oder die Kopfhörer, dass die eben, sagen wir mal, an verschiedenen Frequenzbereichen verschieden laut wiedergeben. Ja. Und eben der Fakt, wenn wir über 2 Oktaven sprechen, ne, 2 Oktaven ist eine Menge. Ja, vor allem im Bassbereich. Genau. Ne? Du hast ja mit jeder Oktave verdoppelt sich der Frequenzbereich, den du da bespielst.
Genau, also im Bassbereich ist es deutlich weniger dann als in den Höhen. Ja, aber, aber wenn du dann Obertöne mit hinzurechnest und so weiter, also wir reden jetzt über einen Synthesizer, ne? Es kann durchaus sein, dass der Synthesizer in dem Fall vielleicht nur aus einem Sinuston besteht, dann ist das wirklich nur die Frequenz, ja, die du auch spielst, ne? Wenn du aber schon einen Puls nimmst und eine Verzerrer drauf machst, haust du je entsprechend Obertöne oben drauf. Ja, und so, ich glaube, also das wird zu langsam. Wir können schwer so langsam, zu verstehen, was wir hier erzählen. Also es ist wirklich sehr, sehr nerdy, das ganze Thema. Ich würde empfehlen, mit dem Bass nicht über 2 Oktaven zu spielen, sondern zu gucken, dass du in dem Bereich bleibst, in dem du tatsächlich, in dem der Bass sein sollte, irgendwie den Rest vielleicht über andere Instrumente abbildest. Und ansonsten, mit Kompressoren kann man natürlich gucken, dass man damit einiges einfängt. Aber wenn die alle den gleichen Pegel haben, dann wird der Kompressor im Zweifel, ja gut, der Kompressor spricht wieder auf tiefe Frequenzen mehr an als auf hohe Frequenzen, weil die Energie von den tiefen Tönen dann den Kompressor, das könnte es vielleicht auch sein, dass du einfach die tiefen Töne, dass sie deinen Kompressor viel stärker anschieben, dass der viel mehr komprimiert und das Signal leiser macht, als vielleicht bei den höheren Tönen. Das heißt, vielleicht, wenn du einen Kompressor drauf haben solltest, vielleicht einfach mal runternehmen und gucken, ob der Effekt immer noch da ist. Weil wenn alle Töne mit der gleichen Velocity eingespielt sind, sollte das ja nicht der Fall sein. Dann ist der Pegel also ja der gleiche. Also irgendwie werden wir das Problem nicht lösen heute an der Stelle. Wir können aber festhalten, dass man auf jeden Fall vorher sicherstellen sollte, dass es nicht die Abhöre ist. Also dass es tatsächlich das, aber das kann man nicht wirklich überprüfen. Also nimm mal einen anderen Kopfhörer vielleicht oder geh mal in einen anderen Raum und überprüf mal, ob da dieselbe Note genauso laut rauspiekt oder nicht. Zumindest um auszuschließen, dass es die Abhöre ist. Wobei ich mir jetzt auch zum Beispiel gar nicht sicher bin, wenn man jetzt über das Thema Velocities sprechen, also bei einem synthetischen, bei einem VST-Instrument oder MIDI-Instrument, weiß ich auch nicht genau, ob Velocity auch gleichzeitig Pegel bedeutet. Nee, also wahrscheinlich ja auch nicht. Es ist ja auch abhängig. Ne? Also sagen wir so, wenn du es mit einem sauberen Sinuston, sagen wir mal, durchspielen würdest, so, dann ist es, glaube ich, am ehesten so. Wenn es aber schon ein Synthesizer ist, der noch Attack, Release, was irgendwie alles hat und so weiter, und wie diese ganzen Faktoren aber den Synthes heißen, kann es durchaus sein, dass die Töne in sich schon anders, dass vielleicht auch anders resonieren, dass sie noch andere Töne mitschwingen oder sonst was. Das ist ja das, weil, da sind wir wieder bei diesem Bass-Sweep, wenn du halt einfach nur einen Sinuston nimmst, der halt von, keine Ahnung. Gott, ist das komplex. Also das ist eine simple Frage, mega, weißt du? Mega nerdy irgendwie, aber letzten Endes ist es ja genau das. Also es gibt keine einfache Antwort darauf. Ne? Nee, wenn du jetzt eine Bassgitarre hast, dann können wir über das Thema Kompression vielleicht sprechen. Da kann es sein, dass halt gewisse Töne lauter oder leiser gespielt sind. Aber nee, ich habe es durchaus, dass ich meinen Precision-Bass zum Beispiel, Precision-Bass, ein schwieriges Wort, dass der zum Beispiel da total unanfällig gegen ist. Mhm. Also seit ich mit dem einspiele, habe ich dieses Problem überhaupt gar nicht mehr, weil der einfach ein sehr ausgeglichenes Instrument ist. Spielst du auch einfach mega geil. Vielleicht spiele ich auch einfach zu gut. Der Herr rechts im Willkommen ist in arrogant geäußert. Es gibt aber auch Instrumente, die dann eben nicht so ausgeglichen klingen. Also das kann auch so sein. Aber das wird so eine simple Frage. Für mich wäre wichtig auszuschließen, dass es die Abhöre ist. Wenn man das mal ausklammern könnte, dass man zumindest eine Fehlerquelle schon mal ausklammert, dass man guckt, dass man sich Stück für Stück dem Problem nähert und ausklammert, was es nicht ist und dann sich auch konzentrieren kann, was es denn sein könnte. Also wie gesagt, den Raum und vielleicht Kompressor mal gucken, ob das was macht irgendwie. Und dann kannst du mir nochmal schreiben, vielleicht können wir dann beim nächsten Mal schon über ein besseres Ergebnis sprechen. Das war jetzt aber spannend. Also für mich persönlich auch gefährliches Halbwissen, weil ich bin ja eher der Pragmatiker, ne? Ja. Ich gehe dann einfach ran und schraub so lange, bis das funktioniert irgendwie. Also wenn ich das ausschließen kann, dass es der Raum ist. Ne? Ja, das kann ich bei mir zu Hause ausschließen. Ne? So. Aber habe ich aber auch schon oft gehabt. Also auch mit Kunden halt oder sowas, wo ich dann gesagt habe, du pass auf, bevor ich mir jetzt hier irgendwie einen Wolf schraube im Mastering oder so, versuche das irgendwie zu stabilisieren auf Kosten der Bassdrum, auf Kosten von anderen Dingen, gehe halt einfach mal her und immer wenn das, keine Ahnung, das C gespielt wird, also immer der dritte Ton in der Akkordfolge oder wie auch immer, dann mach den Bass bitte per Automation halt einfach 2 dB lauter oder leiser, wie auch immer. Oftmals ist es schon genau das, ne? Ja. Und es liegt ja auch immer noch daran, das darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, meint er, wenn er den Bass solo abhört oder meint er das im Mix? Und im Zusammenhang ja auch das kommt. So, das kann natürlich auch sein, dass dann irgendwie so der dritte Akkordton ist, keine Ahnung, was für ein Ton, da ist genau die Centerfrequenz der Bassdrum, wie auch immer, deswegen hat er da eine Überbetonung. Genau,
Also wie gesagt, ja, so viele Möglichkeiten, die da, die man, ne, irgendwie, das ist so wie mein Auto springt nicht an. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Man muss halt erstmal ausschließen, dass nur Sprit im Tank ist. Ne? Ja, und tatsächlich, das Ausschlussverfahren ist, glaube ich, das, was am ehesten Ziel führt. Apropos Sprit im Tank. Ja. Ja, pass auf. Ja, ich sitze. Das ist jetzt eine Wende, die habe ich gelernt. Also da könnte ich auch mit bei ProSieben anfangen, bei Galileo oder so. Aber wo Sprit im Tank? Wir haben bald wieder Sprit im Tank, weil wir dann nicht nur von Wolbeck nach Holtwig fahren oder von Holtwig nach Wolbeck, ja, sondern weil wir wieder mal ein bisschen Weltreise machen. Ja, Björn und Jonas sind wieder auf der Tour. Und unsere Route. Genau, wir sind unsere Route und wir fahren zu verschiedensten Örtlichkeiten, wo ihr uns auch treffen könnt, nämlich zum Beispiel zur BeatCon nach Duisburg. Gebläsehalle. Ja, in der Gebläsehalle werden wir höchstwahrscheinlich bei unseren Freunden vom Producer Network dann mal da rumlaufen, zu Gast sein, lächeln und winken und mit dem einen oder der anderen quatschen. Vielleicht gibt es ja wieder so einen leckeren Burger wie letztes Jahr. Der war sensationell. Können wir vielleicht zusammen genießen. Wir sind am 7. Oktober höchstwahrscheinlich auf der BeatCon in Duisburg. Also kommt vorbei und lohnt sich sowieso vorbeizukommen, aber wir werden auch da sein. Und dann werden wir knapp 2 Wochen später, wenn wir in Hamburg sein. Das wird super. Das wird geil. Am Donnerstag, 19. Oktober, werden wir den Podcast live aufzeichnen auf der Studioszene in Hamburg. Das heißt, wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn wir uns hier um Kopf und Kragen reden über Bassfrequenzen oder sonstiges, dann könnt ihr das gerne in Hamburg machen, auf der Studioszene. Dazu dann alle Links unten in den Shownotes oder unterm Video. Alles verlinkt zu BeatCom und zur Studioszene, wo wir uns dann treffen können auf jeden Fall. Und meine Studioszene nutzt sich ja wahrscheinlich sowieso. Also nicht wahrscheinlich, ich habe das Programm gesehen. Also, Studioszene werden wir auf jeden Fall sein. Ja, also jetzt auch. Und in Duisburg werde ich auch so ein. Also. Ich meine, um für uns zur Studioszene zu kommen, könnte ich verstehen, aber ich würde auch hinfahren, wenn wir nicht da wären. Ja, das tatsächlich, da gibt's, also es gibt ja sowieso so viel zu sehen. Da können wir ja mal dann Warren Hewart fragen, der wird nämlich da rumtouren, ja, genau, von Produce Like a Pro, ob er das schon mal gelöst hat, das Problem mit dem Bass, dass die eine Note da ein bisschen lauter rausbiegt und so weiter. Und ob wir auch gerne Quarkbällchen nehmen. Genau, und ob, ja, wer auf ein Quarkbällchen mit Warren Hewart, das wäre doch mal was. Auf jeden Fall am 19. Oktober, irgendwann am Nachmittag. Ja, wir werden noch ein paar Mal drüber sprechen, werden das noch, genau, ein paar Mal ankündigen, dass wir da auf jeden Fall... Live-Podcast in Hamburg. Ja, also live aufzeichnen. Und live on tape nennt man das beim Fernsehen. Live on tape. Man zeichnet das direkt auf. Und dann, ja, werden wir das ja am kommenden Sonntag dann für alle, die nicht kommen konnten, auf jeden Fall dann ausstrahlen hier. Im Damit Jonas erst noch alle Bloops und Versprecher rausschneiden kann. Ja, tatsächlich. Ich habe diese Woche auch ein spannendes Plugin. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich benutze immer RX. Wir reden ja ganz oft über Isotope RX, um Signale zu reparieren. Ich hatte diese Woche mal schnell was aufgenommen und übersteuert und konnte es mit RX wieder reparieren. Fantastisches Tool. Ich bin Fan. Ich bin totaler Fan, weil D-Clip, wenn du ein übersteuertes Signal hast und das einfach rausrechnen kannst und so, es ist eine Sensation. Also wirklich fantastisch. Was ich aber auch mache, ist halt D-Reverb, also Raumklang rausnehmen, was gerade bei, wenn du Podcasts mischst, also fremde Podcasts, die wer weiß wo aufgenommen worden sind, haben die einen Nachhall von hier bis übermorgen irgendwie und dann lasse ich die dann durch RX durchlaufen. Gar nicht mal mit D-Reverb, sondern mit um die Stimme zu isolieren. Dialogue Isolate. Ja, ja, ne? Ja. Damit kriegst du den Raum nämlich auch raus und gleichzeitig auch noch einen Fokus auf die Stimme. Ja, und jetzt, dann wird auch so ein bisschen der Pegel, glaube ich, auch so angepasst. Genau, und Nebengeräusche vor allem raus. Also jetzt eben nicht nur Raum, sondern auch, was weiß ich, Auto fährt vorbei, sonst was. Eben muss man aufpassen, dass man ein bisschen vorsichtig ist. Und es gibt jetzt ein kostenloses Plugin, das auch macht. Es wird ja immer so auf KI geschimpft und sonst was irgendwie. Und ich habe jetzt tatsächlich ein Plugin neulich gesehen, das werde ich auch demnächst in einem YouTube-Video vorstellen, das mit 3 Knöpfen das mal eben direkt macht, weil Dialogue Isolate muss ja dann mühsam eingerechnet werden. Das heißt, du musst dir vorstellen, du kannst dir kurz anhören, was das Plugin macht und dann drückst du auf reinrechnen. Und wenn du einen Podcast wie diesen hier zum Beispiel nimmst, der hat eine Stunde Laufzeit irgendwie, wenn ich deine Stimme bearbeite und meine Stimme bearbeite, dann rechnet mein Rechner erstmal, ja, der hat sich dann so eine halbe Stunde meldet er sich dann ab, bis der das durchgerechnet hat irgendwie, bis der Dialogue Isolate rein. Und dieses Plugin soll das kostenlos und auch noch direkt in Echtzeit, in Realtime machen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Ich werde es vorstellen für alle Leute, die gerne auch Podcasts mischen und damit auch zu kämpfen haben.
eben die Stimme klarer freizustellen und oder Leute, die vielleicht auch Videos aufnehmen und da einfach mal unter ungünstigen Bedingungen irgendwie an der Straße aufgenommen haben, kann man Nebengeräusche raus, ja, ist ja so, ne? Ja, also kann man Nebengeräusche rausnehmen oder Raum rausrechnen und die Stimme, also ich werde auf jeden Fall berichten, was dabei rausgekommen ist. Funktioniert das dann auch für Vocals? Also wenn du jetzt richtig Gesang aufnimmst, irgendwie in einem Raum, der nicht so toll ist, oder? Ja, bliebe auszuprobieren auf jeden Fall, aber wie gesagt, es wird ja so viel auf KI geschimpft und letztendlich ist da ja auch keine künstliche Intelligenz dahinter, die haben das System nur trainiert mit unfassbar vielen Daten, damit es selber erkennen kann, wo rausgerechnet werden muss oder was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Also letztendlich, KI ist ja auch nur eine weitere Form von statistischer Auswertung, wenn man es runterbricht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, spannendes Tool auf jeden Fall, das ich demnächst mal ausprobieren werde und dann vorstellen werde, weil guck mal, wenn ich eine halbe Stunde auf meinen Rechner warten muss, damit der unsere Stimmen vorbereitet hat, damit ich die dann mischen kann, dann sind die ja nur freigestellt, noch nicht gemischt irgendwie. Ne? Der Mix ausspielen dauert dann ja nochmal eine halbe Stunde, weil wenn Studio One dann alles ausspielt und so weiter, dann rechnet der auch nur mit 2,3-fachem Tempo, zumindest auf meinem Rechner. Ja, kommt halt auf die Plugins an, ja. Und wenn du dann, wie gesagt, eine Stunde ausspielen willst, dann muss das alles ins Videoschnitt, dann muss das auch nochmal ausgespielt werden. Also merkst du, wie sich das so summiert, die Zeit, die du in so einen Podcast reinsteckst, ne? Dann hochladen, auch eine lustige Geschichte. Bei uns soll jetzt Glasfaser verlegt werden. Naja, sicher. Also in Holtwig, wir haben ja Glasfaser. Ja, ja. Wenn das nicht gerade durch Bauarbeiten hier bei mir vor der Tür durchgekappt wird, wie vor 4 Wochen. Vielleicht eine lustige Geschichte zum Abschluss. Bei uns in Wolbeck ist ja wirklich ein kleiner Ort, 5000 Einwohner, kurz vor Münster. Gehört auch zu Münster, deswegen habe ich auch Münsteraner Kennzeichen. Und plötzlich hängt in Wolbeck, wo kaum Glasfaser verteilt ist, hängen so Plakate, wo steht, Mynet bringt Glasfaser nach Wolbeck. Mynet aus Coesfeld übrigens, ja, genau. So, genau. Und ich denke, Mynet. Münsternet, was Münsternet, warum kommt Münsternetzwerk aus Coesfeld irgendwie, um dann mit meinem Onkel hier aus Coesfeld zu sprechen, der sagt, nee, das sind Mütter und Nettele, so heißen die beiden Gründer von der Firma, deswegen Mynet, okay, alles klar. Kumpel von mir hat da gearbeitet, ja, aber nicht lange. Die sitzen tatsächlich da, also keine 500 Meter von da, wo ich aufgewachsen bin. Ja, also die sind direkt, da in der alten Kaserne da, ne, Flammschen. Ja, so was, ne. Ja. Auf jeden Fall, die bringen jetzt angeblich Glasfaser und bringe jetzt Glasfaser nach Wolbeck, was dann zumindest meine Upload-Zeiten reduzieren würde, weil wenn ich eine Stunde Podcast hochlade oder 3 Stunden Premium-Mix-Tutorial hochlade, dann ist mein Rechner im Prinzip, der läuft, obwohl der eigentlich nur Daten hochschaufelt. Aber wenn wir dann über so schwere Themen sprechen wie heute, ja, dann wird es ja doppelt schwer, die Datei. Ich muss mich schon fast entschuldigen dafür, dass ich das Thema aufgemacht habe. Das mal so eben zu besprechen, war tatsächlich keine gute Idee. Das machen wir nächstes Mal besser auf jeden Fall. Und können ja damit diesem Podcast auch mehr oder weniger mal dem Ende zufügen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Das Schöne ist, wenn ihr das heute hört oder seht, dann sind wir, beziehungsweise ich gar nicht, aber du bist dann noch in Ottmarsbocholt. Ja. Weil dieses Wochenende ein Recording-Blog-Recording-Wochenende. Das große Recording-Mix-Producing-Wochenende, wie du es nennen möchtest. Ich habe es Mix-Weekend genannt oder Wochenende. Wir sind ja in Ottmarsbocholt im großen Studio, wo die Toten Hosen auch aufnehmen. Und wenn du das jetzt hier zum Frühstück zum Beispiel am Sonntag hören solltest, dann sitzen wir gerade in der Mastering-Session von unserem Song, den wir aufgenommen haben. Und die Leute bereiten sich so langsam auf die Abfahrt vor. Das wird fantastisch werden, beziehungsweise ist fantastisch gewesen. Mastert denn der Vincent dann auch? Ja, der mastert das auch, genau. Okay. Von daher habe ich verstanden. Bin ich mal, ja, genau. Das ja, einmal mit Profis arbeiten, oder? Den letzten Muffin kriegst du ja nicht heute. Nein. Björn trommelt übrigens den Song. Ich bin am Freitag da. Freue mich sehr drauf. Also, ne, quasi vorgestern. Ja, da und da treffen ja quasi deine Punk-Wurzeln treffen ja dann quasi auf den Punk von den Toten Hosen. Das heißt, du trommelst in dem Raum, wo auch der Drummer von den Hosen trommelt. Mr. Rom Ritchie. Ja, der Kurze nenne ich den immer nur. Weil Der hat eine Power, der Bursche, ist unfassbar. Ne? Das ist, der powert die ganze Band zusammen. Super. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt irgendwie. Ja. Also wie gesagt, wenn ihr das seht, dann haben wir das schon hinter uns. Dann haben wir gut gegessen, viel tolle Musik gemacht, mit netten Menschen uns getroffen, hoffentlich gutes Wetter genossen. Und die eine, sieht ja gut aus, also ne, ja, muss man schon das sagen. Das ein oder andere Bierchen genossen und deswegen vor ist 2 Wochen haben wir ja so gemeckert über das Wetter. Also wir können jetzt ja auch mal sagen, es ist ja besser geworden wieder, ne? Ja,
Also heute Morgen habe ich noch gesagt, es ist August und ich muss das Licht morgens anmachen, weil es so dunkel war. Aber das nur am Rande. Brechen wir es darauf runter, dass ich auf jeden Fall berichten werde vom Mix-Wochenende. Das wird mir auf jeden Fall eine große Freude sein zu gucken, weil wir das Ganze ja nochmal wiederholen. Im September wird es ein weiteres großes Mix-Wochenende geben. Das heißt, wir werden dann noch ein bisschen mehr in den Teil Produktion einsteigen. Und wenn ihr da Bock drauf haben solltet oder so, dann mache ich das vielleicht im nächsten Jahr nochmal. Das wäre ja vielleicht eine gute Idee, das vielleicht nochmal zu machen. Vor allem die Örtlichkeit ist eine Sensation und die einzelnen Teilnehmer werden auf jeden Fall dann berichten, was dabei rauskommt. Außerdem ist Ottmars Bocholt genau wie Holtwig immer eine Reise wert. Das auf jeden Fall. Mitten auf dem Land, mitten im Münsterland und damit verabschieden wir uns dann. In diesem Sinne. Genau, verabschieden wir uns hier aus diesem Podcast. Wir sehen und hören uns in 2 Wochen wieder. Dann mit allen Informationen zum Mixwochenende und alles, was ich gerade verraten habe. Diesmal dann nicht mit schweren Themen. Ich versuche mal was Leichtes rauszusuchen. Vielleicht bringe ich doch nochmal das Witzebuch von Pips Asmussen mit, damit ich noch an meiner Comedy-Karriere arbeiten kann. Apropos Witzebuch, das Schöne ist ja, wir haben ja eine Umbesetzung vorgenommen jetzt. Ja, gehen wir jetzt ins... Nach 1,5 Jahren des ständig in Angst Lebens konnte ich Jonas überzeugen, diesen Abschlussspruch jetzt einfach loszuwerden, nämlich weiterzugeben. Jetzt ein bisschen aufgeregt. Weil das Schöne ist ja, Jonas hat ja sowieso pro Podcast-Folge 1 bis 2 so Sprüche, Witze rausgehauen. Mittelgeniale Sprüche. Deswegen können wir die auch einfach dafür nutzen und ich lebe nicht in ständiger Angst, keinen Spruch zu haben. Deswegen darf ich aber heute mich bei dir, bei euch bedanken fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und schalten Sie auch in 2 Wochen wieder bei den DAW-Verstehern ein, wenn der liebe Jonas sagt: Was hängt an der Wand, tickt und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Wir fragen Helge Schneider. Macht's gut, bis die Tage. Okay. Kennst du nicht Helge? Was hängt an der Wand, tickt und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Nein.